Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder nach langer Zeit die Zeit gefunden, auf meinem Instagram-Kanal nachzuschauen in den Nachrichten, die ich dort immer bekomme. Und vielen Dank dafür, dass ihr mir dort auch immer fleißig Fragen stellt. Das hat die Folge dazu, dass ich dann auch immer einige interessante Themen auch hier in meinen Videos verarbeiten kann. Ja, also eine Frage, die mich vorgestern erreicht hat, war, wie es denn ist, wenn man hier nach Alanya auswandert als Frau. Und zwar, wenn man nicht verheiratet ist, wenn man keinen Partner hat, wenn man hier alleine herkommt. Und ob ich das machen würde, ob man mir das, ob ich sage, das ist okay, zumal ich ja auch schon eine ganz lange Zeit einmal nicht in einem Touristengebiet gelebt habe. Aber erst einmal ist der hinkt der Vergleich natürlich, wenn ich jetzt eher darauf antworte und sage, in dieser Zeit, wie war es damals, dann würde ich kategorisch Nein sagen, also würde auf gar keinen Fall sagen. Aber das ist ja hier etwas ganz anderes. Erstmal ist das, als ich in Anatolien, und darum geht es, in Anatolien gelebt habe, das ist fast 30 Jahre her. Ja, das kann man gar nicht mehr heute, das kann man nicht mehr vergleichen. Und ich bin auch sehr lange nicht mehr dort gewesen und schon gar nicht alleine, weil wenn wir dorthin fahren, ich war, glaube ich, in Anatolien zuletzt, also bei meiner Familie, ne? Also bei der Familie meines Mannes zu Besuch war ich, glaube ich, oh mein Gott, wie lange ist das her? Das muss 6 Jahre, 5 Jahre her gewesen sein oder noch länger, 6 Jahre vielleicht. Wir hatten sogar vor, bevor mein Mann jetzt nach Deutschland zurückgeflogen ist, wollten wir eigentlich noch mal hin, ein paar Tage. Das werden wir auf jeden Fall nachholen, wenn er jetzt wiederkommt. Wir müssen dahin. Also man muss ja immer ab und zu seine Familie dort auch besuchen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da nicht hin möchte, aber es ist halt sehr weit, ja. Wir fahren dann hier jetzt mal wieder 10 Stunden, 12 Stunden hin. Und ja, das ist immer eine riesige Extur. Da habe ich gesagt, nee, mach das. Geh mal erstmal nach Deutschland, mach deine Sachen. Und die Jungs sind ja auch hier in der Zwischenzeit. Können die dann hier mit uns ihren Urlaub verbringen und fahren dann wieder zurück irgendwann. Dann kommt die nächste Ladung der Kinder und die können dann auch mal alleine bleiben, ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich werde euch dann das nochmal aktualisieren. Ich werde dann, wenn ich da bin, mal gucken, mal abchecken, mal fragen, wie ist das Leben dort. Doch ich kann euch einmal so sagen, alle in der Familie meines Mannes, ja, mit denen ich Kontakt habe, alle, und das sind auch Menschen, die wirklich Ahnung haben, also das sind jetzt keine Leute, die einfach ihre Frauen unterdrücken und in den Häusern halten wollen und sagen, du darfst nirgendwo hin, auf gar keinen Fall, ja, nicht aus dieser Richtung, sondern es sind wirklich sehr hochgebildete und Menschen, die wirklich Ahnung haben. Keiner von diesen Menschen würde mir empfehlen, alleine irgendwo zu leben. Ich kann euch das jetzt schon mal so sagen, weil ich das hier auch in dieser Villa ja machen wollte. Ja? Mein Mann war damit einverstanden und ich hätte das jetzt auch gemacht. Ich habe da keinen, ich bin nicht so ein ängstlicher Mensch, wisst ihr, was ich meine? Ich würde jetzt hier alleine leben wollen. Das würde ich auch machen. Und habe ich ja auch vorgehabt, ihr erinnert euch. Ich habe ja meine Jungs nicht dazu überreden können, mich herzufahren. Und dann habe ich ja gesagt, ich gehe hier auch alleine hin. Nur, hier ist es nochmal was ganz anderes. Hier ist es, Alanya ist ein reines Touristengebiet. Ja, hier sind wirklich überall Frauen alleine. Überall weibliche Menschen, die hier alleine ausgewandert sind, die hier für lange Zeit alleine leben, die teilweise auch in Villen und in Häusern alleine leben und wo auch nie etwas passiert ist, ja. Trotzdem rät mir meine Familie ganz dringend davon ab und hat immer wieder mich auch nicht allein hergelassen. Ne? Meine Jungs sowieso nicht, die sind natürlich immer aus der Richtung, ja, meiner Mama, und die, da darf zwar nicht alleine bleiben, während ich ja auf dem Dorf bei uns in Deutschland auch alleine bin. Aber da haben die auch gesagt, nein, du kannst doch hier nicht alleine bleiben. Ja, fand mein Mann ja auch nicht gut, ihr erinnert euch. Also das ist immer noch mal was anderes, ja.
Aber wenn man von neutraler Stelle hört, von unseren Verwandten, auf gar keinen Fall alleine als Frau irgendwo alleine in einem Haus leben, dann ist es bei mir schon mal so ein bisschen, wo ich sage, okay, das nehme ich mir einfach auch zu Herzen. Jetzt aber meine persönliche Erfahrung, ja, das sind ja alles Dinge, die ich von meinen Verwandten höre. Meine persönliche Meinung ist, dass man hier in Alanya sehr wohl auch alleine als Frau leben kann. Ich möchte jetzt bitte nur Alanya nehmen, weil ich kenne nur Alanya als Touristengebiet. Klar, ich war schon in Side, ich war auch schon in Antalya, ich war auch schon in keine Ahnung, Istanbul würde ich auch als Touristengebiet teilweise bezeichnen. Natürlich nicht vollständig, weil Istanbul ist echt riesig. Aber auch da würde ich sagen, ja, okay. Aber in anderen Gebieten, wo es wirklich rein, wo man als Ausländer noch so viel auffälliger ist und wo es noch so viel exotischer ist und wo es so sehr ungewöhnlich ist, dass man dort als Frau alleine lebt, würde ich das nicht machen. Das ist einfach, man ist zu auffällig und zu, ich würde mal sagen, auch zu. Ja, ein Objekt der Begierde, klingt jetzt so, das klingt so brutal und so gemein, aber es ist ja so. Ja, wenn man in einem Gebiet lebt, wo man nicht so viele Ausländer hat, wo vielleicht wirklich nur wenige Menschen leben, die blond sind, die deutsch aussehen, die europäisch aussehen. Und wenn man dann noch als Frau alleine lebt, vielleicht auch noch in einem Haus, ja, ist die Versuchung natürlich groß, dass es irgendjemanden von diesen Massen von Menschen gibt, der eventuell da mal auf andere Gedanken kommt. Ich glaube aber, dass das ja nicht die Regelanfrage ist bei dieser Frage, die ich bekommen habe, sondern die Frage lautete ja ganz präzise: Würdest du alleine in Alanya leben? Und in Alanya, ja, auf jeden Fall. Ne? Wie gesagt, wahrscheinlich auch in Izmir, in Bodrum, in überall, wo eben viele Touristen leben, ja. Wo ich ein bisschen skeptischer wäre, wäre vielleicht Orte wie Avsalar, wäre vielleicht Orte wie auch Gazi Pascha, ja. Weil es in Avsalar zum Beispiel im Winter richtig einsam ist. Da sind keine Touristen. Es ist wirklich so, dass man da ziemlich so mit seinen Auswandererleuten alleine ist. Gazi Pascha ist schon wieder sehr einheimisch geprägt. Auch da sind zwar viele Touristen, aber wenn man dort, weiß ich nicht. Also ich kenne mich, wie gesagt, zu wenig aus in diesen Orten. Auch danach wurde ich mal vor vielen Monaten mal gefragt, wie, was hältst du denn von Gazi Pascha allein? Das scheint eine ganz tolle, das scheint eine sehr beliebte Fragestellung zu sein, allein in auszuwandern als Frau nach Alanya. Ja? Wahrscheinlich, weil das sehr viele auch machen. Und ich würde auf jeden Fall Alanya ja sagen. Aber bitte, trotzdem, wie überall auf dieser Welt, ja, Vorsicht, es ist einfach auch hier nicht so, dass hier keine Kriminalität gibt. Die gibt es überall, die gibt es hier auch. Und wenn man alleine irgendwo lebt in einem Haus, ja, würde ich auf jeden Fall zwei Hunde anschaffen, ja, und einer, der vorne wacht und einer, der hinten wacht und vielleicht sogar noch einen, ne? Und zwar auch keine Chihuahua oder so, sondern schon Hunde, wo man dann auch Angst hat, aufs Grundstück zu gehen. Und ich würde auf jeden Fall am besten sogar dazu raten, in einer Wohnung zu leben, in einer Eigentumswohnung, in einem großen bewachten Komplex. Oder wenn man sagt, man möchte keine Hunde halten, dann zumindest in einer Site leben. Eine Site ist eine Anlage, die in der Regel bewacht wird. Aber dann müsstet ihr euch bitte auch nochmal darum kümmern, ist denn das auch wirklich gut bewacht? Ja, und raucht der nicht vielleicht seine Pfeife und schläft während der Nacht in seinem Häuschen? Da hat man natürlich dann auch, da muss man dann auch ein bisschen sich vorher vielleicht informieren. Ist die Anlage gut gepflegt? Das sieht man immer, ja, wenn man auf diese Anlagen geht.
Ist der Garten gut gepflegt? Befragt euch mal mit den Nachbarn, die Russen verstehen oder die Ukraine oder wer auch immer da. Das sind ja ganz viele Menschen aus diesen Ländern, aber die können fast alle Englisch hier, ja, die Ausländer. Fragt einfach mal die Nachbarn. Klingelt, die sind auch alle sehr freundlich in der Regel. Hier ist einfach ein sehr freundliches Umfeld. Da kann man fragen, wie ist denn das? Wie fühlt ihr euch denn? Und selbst wenn man jetzt mal nicht fragt, ich würde sowieso abraten, von Ferne hier sich eine Immobilie zuzulegen oder hier irgendwas zu mieten, sondern hier muss man erstmal herkommen. Und zwar auch nicht als Tourist, sondern weiß ich nicht, selbst wenn ihr euch in ein Hotel einbucht, nicht im Hotel essen. Versucht das einheimische Leben erstmal kennenzulernen, bevor man hierher sich auswandert. Davon mal ganz abgesehen. Aber man muss trotzdem auf seine Sicherheit bedacht sein. Das würde ich einfach mal so sagen. So denn sagen, also je bewachter das Gebiet ist, wo man lebt, desto sicherer ist es. Es geht ja nicht mal darum, unbedingt, dass man als Frau da jetzt Angst haben muss, sondern das ist ein allgemeines Problem, dass eingebrochen wird, dass geklaut wird, ganz einfach auch, dass nachts dann, weiß ich nicht, irgendwas passieren könnte. Dieses Problem hat man weltweit, das gibt es hier auch, das gibt es überall. Und je bewachter eine Anlage ist, und da ist man schon sehr gut bedient, wenn man in diese City Life zieht, weil es eben in der Regel so ist, dass du unten gar nicht reinkommst, ohne diese Chiffre, also ohne diese Nummern. Aber auch da kann ich euch aus Erfahrung hier berichten, dass es kein Problem ist für für diese Leute, das zu überwinden. Ja, das ist einfach nur ein Proforma-Ding. Ja, so eine kleine, so ein Schloss, so ein elektronisches oder auch ein Schloss mit Schlüssel. Ja, das ist für die überhaupt gar kein Problem. Und man hört es natürlich auch hier immer, dass eingebrochen wird oder dass irgendwas ja, passiert. Das hat man weltweit, dieses Problem. Es ist hier nicht anders. Und deswegen ist es ja meistens nicht mal so, dass der Frau etwas angetan werden will, sondern dass einfach eingebrochen wird, ja. Das, was geklaut werden wird, das ist das hauptsächliche Problem. Also, dass man hier als Frau nicht sicher lebt, das glaube ich nicht, sondern man kann hier als Frau sehr sicher leben. Das beweisen die vielen, vielen Frauen, die hier alleine Urlaub machen, die hier alleine leben, die hier das ganze Jahr verbringen. Wir haben hier selbst eine Nachbarin um die Ecke, die wohnt hier. Frau, die wegen den Zigarettenkippen mit uns geschimpft hat, die wohnt hier das ganze Jahr völlig allein in einem Riesenhaus, ohne Hund, ohne irgendetwas. Und auch da passiert ja nichts, ja, sonst würde die das ja nicht machen. Und wie ich gehört habe, soll das wohl eine Holländerin sein oder eine Dänin oder so. Keine Engländerin, wie ich dachte. Aber das ist das Englisch auch viel zu schlecht gewesen, was sie sprach, hätte ich mir auch selber denken können. Ja, auf jeden Fall ist man hier meiner Meinung nach sicher, aber man muss natürlich schon wissen, dass es hier nicht so ist wie in Deutschland. Ja, man ist schon, da habe ich ein Video gerade heute erst veröffentlicht drüber, man ist schon ein Ausländer und man ist auch schon auffällig, egal wie viele Ausländer hier rumlaufen, du bist trotzdem auffällig, du wirst trotzdem angeguckt, man dreht sich trotzdem nach dir um und unter Umständen wird man dann auch mal angesprochen, das passiert. Das ist man ja in Deutschland gar nicht gewohnt, ja. Wie oft bin ich angesprochen worden in meinem Leben? Also selten, ja. Oder angemacht. Gut, ich gehe jetzt auch abends nicht weg und ich bin ja immer zu Hause und meistens bin ich mit meinen Jungs und meinem Mann, aber trotzdem ja auch alleine, ja, unterwegs. Und also mir ist das eigentlich so gut wie nie passiert. Aber natürlich, abends wird das sicherlich anders sein, nachts im Nachtleben, das ist natürlich klar. Aber das ist ja auch nicht das Problem, dass man angemacht wird oder angesprochen wird, sondern das Problem wird ja eher sein, geht es dann weiter? Besteht da eine Gefahr hier? Und diese Gefahr besteht also sowieso überall auf der Welt, egal wo man hingeht. Aber natürlich, je einsamer man ist und je einsamer die Gegend ist, würde ich auf jeden Fall dann auch umso vorsichtiger sein. Aber ich habe hier überhaupt nicht das Gefühl. Wir leben ja hier auch auf dem Berg und wenn man den Berg runter oder rauf geht nachts, also es ist für mich überhaupt nicht so, dass ich da Angst hätte, dass mir was passiert. Aber es ist ein ungutes Gefühl. Ja, ich mache es wirklich ungerne. Also ich würde jetzt nachts und abends hier auch nur ungerne runterlaufen.
können das gerne mal machen, obwohl ich dann wahrscheinlich Ärger kriege von meiner Family, weil das wollen die nämlich natürlich überhaupt nicht. Aber vielleicht mache ich das dann mal irgendwann. Ist aber eine Überwindung für mich und mache ich wirklich ungerne, weil hier sind schon überall, ne, es ist dunkel, ne? Es ist so eine Milchbeleuchtung hier überall und überall Felder, überall Büsche. Also es gibt auf der Welt einfach sehr böse Menschen. Und man kann Pech haben und dann passiert einem Gebiet etwas, wo nie etwas passiert ist. Ich glaube, man kann das auch nicht immer verhindern. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass man hier nach Alanya als Frau, als alleinstehende Frau gut leben kann und ohne Gefahr auch leben kann. Aber man soll eben trotzdem, das ist, glaube ich, so das Resümee meiner Antwort auf die Frage, dieser lieben Zuschauerin. Es ist natürlich wie immer im Leben, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und gerade als Frau ist man nun mal gefährdet und muss man vorsichtig sein. Überall auf der Welt, egal, du kannst auch auf der Straße ganz unten in Alanya angegriffen werden. Es kann überall etwas passieren. Es ist immer gefährlich, als Frau alleine spazieren zu gehen. Es kann auch in Deutschland, ja, ich würde auch in Deutschland nicht auf die Idee kommen, in einen Park spazieren zu gehen nachts. Ja, weil dazu bin ich viel zu ängstlich, dazu bin ich viel zu zu vorsichtig einfach. Ja, warum muss ich das Risiko eingehen und nachts in einem Park spazieren gehen? Genauso ist es hier. Warum soll ich denn nachts den Berg jetzt hier runterlatschen wollen? Ja, das muss ja nicht sein. Kann ich ja tagsüber machen. Aber unten, was meint ihr, wie viele alleinstehende Frauen hier unten abends in Mahmudlal oder in Alanya spazieren gehen? Ja, oder auch die Zwischenstädt an der D400 entlang. Und ich glaube, da passiert eigentlich auch nichts. Also das wäre mir jetzt wirklich, also ich habe sowas noch nie gehört und kann mir nicht vorstellen, dass das auf irgendeine Art und Weise passieren könnte. Aber ja, auch hier in Alanya, auch unten in Mahmudlal gibt es einsame Ecken. Ja, das werdet ihr sehen, wenn ihr hier mal spazieren geht. Auch da gibt es mitten auf einer großen Straße ein Feld. Ja, wenn du da jetzt mal sagst, ich nehme eine Abkürzung von der einen Straßenseite zur anderen und wenn da dann mal so ein Idiot da auf der Lauer liegt, der vielleicht, keine Ahnung, der überhaupt nicht über die Konsequenzen sich bewusst ist, was dann passiert, keine Ahnung. Also sowas hat man immer irgendwann irgendwo mal diese Gefahr, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so mitbekommen. Also ich glaube, wir Frauen sind sowieso immer in irgendeiner Art und Weise gefährdet, so dass einem so etwas passiert. Aber hier in Alanya ist es auf jeden Fall sicher, das würde ich mal so sagen, wenn man die nötige Vorsicht walten lässt, möglichst bitte in Citadel wohnen, in bewachten Anlagen wohnen, möglichst bitte in Wohnungen leben, das ist noch sicherer, nicht in Häusern, denn da ist es natürlich so, dass da auch erstmal die Bewachung unten überwunden werden muss, dann muss das Schloss unten aufgebrochen werden, dann muss oben die Tür aufgebrochen werden. Ihr wisst, wie lebendig das Leben in der Türkei ist. Ja, Tag und Nacht Betrieb, Tag und Nacht sind die Häuser in Bewegung, aber natürlich im Winter vielleicht noch mal ein bisschen gefährlicher als im Sommer, weil da ja doch die meisten Häuser auch leer stehen, die meisten Touristen gar nicht da sind und die Wohnungen dann auch leer stehen. Man wohnt dann unter Umständen in einem großen Mehrfamilienhaus, wo vielleicht nur zwei Wohnungen belegt sind, ja. Aber dann hast du ja immer noch die Bewachung unten. Gut, ne? Also wie gesagt, in der Regel ist alles Suche, passiert wahrscheinlich nichts, aber die Grundgefahr, in der wir uns als Frauen bewegen, ist weiterhin gegeben, überall auf der Welt. Da können wir uns, glaube ich, nicht gegen wehren. Und ich habe auch bei mir auf dem Dorf nachts ein ungutes Gefühl. Ja, und auch da ist es mir viel lieber, wenn meine Miley da ist, wo ich weiß, dass wenn jemand sich an der Tür zu schaffen macht, dass sie wie verrückt bellen würde. Ja, und auch da habe ich mir immer ausgemalt, was ich denn dann tatsächlich mal machen würde. Und ich hatte euch ja mal von einer Nacht erzählt bei mir auf dem Dorf. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich muss mal die Hand wechseln, entschuldigt bitte.
dass Miley mitten in der Nacht, ich war alleine, mein Mann war noch nicht da, der war in Hamburg, wäre gekommen irgendwann, und ich hatte meinen Mann jetzt auch nicht angerufen, bin jetzt keine Frau, die rumheult und sagt, nee, ich habe Angst, komm nach Hause. Ja, ich bin jemand, der immer schon alleine gut zurechtgekommen ist und der auch sich zu wehren weiß, wenn sowas kommt, und mir aber auch genaue Strategien dann vorher schon ausmale, ne? Was ist denn dann? Und in dieser Nacht hat mein Hund andauernd gebellt, und Miley bellt nicht nachts ohne Grund. Es kann natürlich sein, dass meine Katze sich vors Haus legt, aber auch das kennt sie ja. Sie hat andauernd gebellt. Ich bin runter, ich habe überall in alle Räume geguckt, und wenn ihr mein Haus auf dem Dorf kennt, in Deutschland, wisst ihr, das ist ganz schön groß, und es ist auch, könnte auch nachts schon mal unheimlich sein. Da war es dann so, dass ich überall geguckt habe. Ich habe nichts gesehen, ich habe keine Geräusche geholt, ich habe nach draußen geguckt, aber bei uns auf dem Dorf ist auch wirklich tot nachts, ja. Dann hat sie sich wieder in ihr Körbchen gelegt mit spitzen Ohren und ganz angespannt, war ruhig. Damit habe ich mich überwunden, bin nach oben gegangen, mich wieder hinzulegen. Da fing sie wieder an, wie wahnsinnig zu bellen, ne? Wenn ihr mal die kennt, wie sie bellt, wenn jemand an der Tür ist. Genauso, und alle 3 Minuten. Ich bin sicher, dass da jemand war. 100%. Mein Hund bellt nicht so doll nachts, nicht mal bei einer Katze, ja. Nichts. Da war 100%ig jemand, und den hat mein Hund verjagt. Und dann habe ich mir halt überlegt, was mache ich denn? Ja, der kommt rein, der schlägt meinen Hund tot, und wird wahrscheinlich unten erstmal suchen. Was mache ich dann? Da habe ich mir dann verschiedene Strategien überlegt. Ich war vorbereitet, wenn das passiert, was mache ich dann? Das ist natürlich jetzt mal ins Extreme gedacht, aber letztendlich diese Gefahr, darauf möchte ich jetzt hinaus, haben wir überall. Ja? Die haben wir auch in Wohnungen in Hamburg zum Beispiel. Ich habe von Nachbarn gehört, wir haben oben gewohnt damals, weiß ich nicht, vor 30 Jahren. Wir haben oben im Dachgeschoss gewohnt, und unten im Erdgeschoss wurde bei den Leuten eingebrochen. Die haben Fernsehen geguckt im Nachbarzimmer, ja, die haben das nicht gehört. Die hatten ein gekipptes Fenster, da ist der rein, hat das gesamte Schlafzimmer leergeräumt mit Wertsachen, alles Schmuck, was da lag, und ist wieder von dannen. Und als die abends ins Bett gehen wollten nach dem Fernsehen gucken, da merken wir, dass da eingebrochen wurde, ja. Gut, es war eine Erdgeschosswohnung, aber das hindert Diebe überhaupt nicht. Diebe, die kraxeln euch von unten bis in das Dachgeschoss, welches 10 Stockwerke hoch ist. Also die Höhe ist nicht unbedingt ein Garant dafür, dass man sicher ist. Aber ich will euch jetzt keine Angst machen. Ich wollte nur sagen, die Gefahr besteht. Ja, man kann nicht sagen, ich bin hier in Deutschland sicher und mir passiert nichts. So, also ähnlich ist es natürlich hier, nur bei uns. Frauen, wenn wir sagen, wir gehen ins Ausland, da kommen natürlich noch ein paar andere Gedanken, weil wir ja hier das Umfeld nicht kennen. Wir kennen die Mentalität nicht. Wir kennen ja nichts. Und alles, was wir nicht kennen, macht Angst und ist unheimlich. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass man hier auch als Frau, als Deutsche auswandern kann, als Europäer auswandern kann, wenn man dann weiterhin diese Vorsichtsmaßnahmen einhält, wenn man weiterhin weiß, okay, sicher bin ich nirgendwo, auch hier nicht, und die sich dementsprechend verhält, ne, dunkle Ecken vermeiden, immer nur dahin, wo auch viele Menschen sind, nicht alleine nachts durch irgendwelche dunklen Parks laufen oder Anlagen laufen, möglichst. Immer aber unter Menschen bleiben, dann passiert auch nichts in aller Regel. Aber wie gesagt, ausgeschlossen ist nichts. Mein Lieben, ich hoffe, dass ich mal wieder jetzt sehr ausführlich hier mich unterhalten habe mit euch. Wie gesagt, ich würde hier sogar in dieser Villa alleine bleiben, ja. Und das ist nun wirklich nochmal eine andere Hausnummer, ja. Also da würde ich dann tatsächlich sagen, nee, das macht mal lieber dich. Wenn jedenfalls nicht, wenn ihr keinen Hund habt und nicht, wenn ihr nicht in einer Anlage seid. Wir sind jetzt hier ja bewacht, obwohl wir nicht in einer Anlage wohnen. Ist hier dieses Haus aber trotzdem bewacht, weil wir hier Wachleute haben. Aber wenn das nicht der Fall ist, würde ich mir einen Hund anschaffen. Ganz klar. Ich habe sogar ja mir überlegt, hier einen großen Kangal zu holen. Davon wurde mir aber abgeraten, weil die Kangals hier das Wetter wohl nicht so abkönnen und auch sehr viel Auslauf brauchen. Deswegen, ja, aber ein großer Hund ist immer schon mal ein beruhigeres Gefühl, obwohl auch das natürlich, ja, da kannst du ein giftiges Stück Fleisch hinwerfen oder du sonst irgendwas machen. Also auch das hält einen richtigen
Kriminellen nicht ab. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen auf diese Frage antworten können. Wahrscheinlich habe ich euch jetzt noch mehr beunruhigt als vorher schon, aber das kann man nun mal nicht anders machen, ja. Gefährlich ist es überall und auch hier muss man vorsichtig sein. Aber in aller Regel ist es hier sicher, weil ganz viele Frauen hier, und die Türkei ist ja darauf bedacht, dass ihren Touristen, ihren Auswanderern hier nichts passiert, ja. Hier ihr werdet hier überall Gendarme sehen, ihr werdet hier überall Polizei sehen. Wenn irgendwas ist, die sind in 2 Minuten hier auch mal etwas nicht Kriminelles, aber wir haben hier auch mal einen Vorfall gehabt. Die sind innerhalb von ein paar Minuten da, ja, und kümmern sich, sind sehr lieb und sehr nett und man kann sich hier wirklich drauf verlassen. Und insofern ist es ganz ähnlich dann auch wie in Deutschland. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.